Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und nun geht es in die Katakomben wieder. Denn wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich muss erstmal wieder gucken, wofür der Schlüssel nochmal war. Weil wir hatten hier ja eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten. Die Frage ist erstmal, wo ist diese Tür nochmal? Deswegen muss ich leider erstmal alles wieder absuchen. Da unten auf jeden Fall nicht. Hier war es, glaube ich. Du schließt die Tür mit dem blutigen Schlüssel auf. Okay, damit kann ich nichts machen. Oh meine Güte, dieses Hemd ist so voller Blut. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück. Plötzlich mal. Nein, hier muss ich nicht hin. War die Leiter. Ja. Dann können wir jetzt, glaube ich, zur Villa zurückkehren. Und können den einen Mann da befreien, den einen Geist. Glaube ich zumindest. Ich glaube, wir müssten hier hin. Ja, da geht's zur Villa rein. Also ja, hier kann ich ja nicht laufen. Mein Hemd. Ich habe es immer getragen, seit diesem Tag. Dem Tage des Massakers. Was machst du damit? Du bist wie das kleine Mädchen im Garten, die mich immer an die Vergangenheit erinnert. Kleine Mädchen im Garten? Zerfetzte Überreste. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle mich so hoffnungslos. Alles, was ich über die Vergangenheit erfahren habe, lässt sie so furchtbar wirken. Und von da kommen wir doch alle. Wenn das unsere Vergangenheit ist, wie können wir dann hoffen, etwas besser zu machen? Wir haben uns über Generationen hinweg gegenseitig umgebracht. Und jetzt scheint es so, als würde sich nichts bessern. Aber es muss etwas bessern. Etwas Besseres als dies geben. Das muss es einfach. Ich werde es finden. Und wenn es nicht existiert, werde ich es erschaffen. So, also sollen wir jetzt raus in den Garten, oder wie? Ich will vorher mal mit der Frau hier reden. Gab noch jemand, der von Wurzeln bis Tat wusste, bevor ich verstorben bin? Hatte ich ein geheimes Treffen mit ihm ausgemacht? Ach so. Ja, das war das. Das war das, was wir schon herausgefunden haben. Nein. Also jetzt zum Garten. Irgendwer im Garten. Warte, das war das Gästehaus, glaube ich.
Gelfblower. Oh, du hast den weißen Mann kennengelernt? Ich brauche 3 weitere Blumen, um meinen Strauß fertigzustellen. Okay. Dann geht es ins Labyrinth. Aufmunternde Sträuße. In all der Trostlosigkeit an dem Ort habe ich ein kleines Mädchen getroffen. Und sie ist sogar glücklich. Sie ist so süß. Ich mag sie sehr, vielleicht sogar mehr als Flying Hawk. Es macht mich aber auch traurig. Ich glaube nicht, dass sie weiß, dass sie tot ist. Ihr Name ist Skyflower. Und sie hat mir erzählt, dass sie Blumen für die weißen Männer sammelt. Ich vermisse es, mit Mom und Dad herzukommen. Als kleines Mädchen habe ich früher immer Blumen gepflückt. Genau wie Skyflower. Könnt ihr helfen, ein paar Blumen zu pflücken? Vielleicht heitert mich das ein wenig auf. Möglich wäre es. So. Dann schieben wir mal die Bank darüber. Perfekt. Wir haben wieder eine Notiz von Debbie O'Halloran. Meine Hände zittern, während ich schreibe. Dieser Tag war das Schlimmste meines Lebens. Wir haben nach den Wilden gesucht, um zu sehen, welche Gerüchte sie sich als wahr herausstellen würden und welche als falsch. Manche hatten gesagt, sie wären ein brutales Volk, während andere behaupten, sie wären friedlich. Ich kann nicht sagen, was wahr ist. Wir haben draußen vor dem Tipi des Schamanen gewartet, während Borsum drinnen seinen Rat ersucht hat. Er war anders, als er wieder herauskam. Ich weiß nicht, was es war, was ich in ihm spürte, aber er war plötzlich ein anderer Mann. Er hat die Männer angewiesen, alle zu töten, und sie sind mit grinsenden Gesichtern davon galoppiert. Ich bin geblieben. Ein kleines Mädchen kam mit Blumen in den Händen auf uns zugerannt. Er hat mir befohlen, es zu tun. Er sagte, sie würde erwachsen werden und meine Söhne im Schlaf ermorden. Ich konnte mich nicht dazu bringen, sie zu erschießen. Sie ist zu nah an mein Gewehr gekommen. Er hat geschrien, ich sollte ein Mann sein und es tun. Ich hob meine Waffe und Ein bisschen falsch übersetzt, würde ich sagen. Ich hob meine Waffe und habe sie niedergeschlagen. Das hier passt einfach nicht. Oder auf sie niedergeschlagen, das geht auch noch, aber nicht sie in dem Zusammenhang. Ich dachte, natürlich war in dem Fall ganz dicht. Ich kann zwar nicht gerade so super lesen, aber das macht es auch einem etwas schwierig. Sie fiel zu Boden und ich wusste, dass sie tot war. Ich ging zu meinem Pferd und mir war übel. Ich hielt mich aus dem Rest der Kämpfer heraus. Boah, das ist aber echt heftig. Was ist das für ein Ding? Eine Glocke? Ein Zylinderhut vielleicht? Ich weiß nicht. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall durch. Da könnten wir auch noch durch. Hier geht es auch noch lang. Hubert Mann. Man könnte sagen, dass ich in der Vorhölle bin, so wie es aussieht. Okay. Fuchsia-Blume. Was für eine schöne Blume. Ja, in der Tat. Eine wirklich schöne Blume. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Eine Männerbüste. Das ist irgendwie lustig, oder? So lustig finde ich das jetzt nicht. Ist auf jeden Fall eine Öffnung. Die Tür ist verschlossen. Möchte ich jetzt einmal auf die andere Seite gucken.
Okay, hier kommen wir nicht weiter. Bleibt es so, dieser Gang? Oh Gott, hier sind drei Türen. Gehen wir mal durch die erste. Behalten uns im Hinterkopf, dass hinten noch zwei sind. Debbie O'Halloran. Das Bild des Mädchens verfolgt mich immer noch. Ich spüre das Bedürfnis, Trost über meine Handlungen zu erfahren. Ich habe nach jeglichen Quantaco gesucht, die das Massaker überlebt haben könnten. Ich habe ein paar Überlebende gefunden, aber Blossom weiß nicht von ihnen. Ich darf nie herausfinden, dass sie existieren. Bin nicht sicher, was er tun würde, wenn er von ihnen erfahren würde. Es ist nur eine kleine Gruppe, aber sie leben. Ich habe mich ihnen zu Füßen geworfen und sie aufgefordert, mich für meine Missetaten zu bestrafen. Aber sie taten es nicht. Sie haben mir stattdessen erlaubt, mehr über sie zu erfahren. Das kleine Mädchen, was ich getötet habe, ihr Name war Skyflower. Warum weiß ich nicht, aber ihren Namen zu kennen, spendet mir etwas Trost. Wenn ich sie in meinen Träumen sehe, kann ich sie beim Namen rufen. Na gut, das ist aber auch eine größere Strafe, dass er weiterleben muss. Unbestraft. Quasi. Ich glaube, das ist die größere Strafe für einen Menschen. Also hier ist ein Gartenschlüssel. Sieht sich eine dieser schönen Blumen auf dem Schlüssel an. So. Und jetzt wieder weiter. Und in die letzte Tür rein. Ein Tier könnte diese Dorn vermutlich entfernen, aber ich glaube nicht. Das ist das. Ich glaube nicht, dass ich es kann. So. Gut. Damit können wir jetzt. Na, hier hinten. Hier war die Tür. Eine Gartenschlüssel verwendet. Eine Tür. Sie sieht aus wie eine Art Göttin. Okay. Zwei und ein Gang, der weitergeht. Oh. Trompetenstatue. Diese Statuen spielen füreinander, wie schön. Und weiter geht es. Hier ist eine kaputte Statue. Ich frage mich, wie diese Statue zerbrochen ist, wenn all die anderen noch stehen. So, hier oben können wir auf jeden Fall durch. Passt ja doch eigentlich. Naja. Sie hat ja gepasst. So. Nehmen wir uns mal die Blume. So, hier ist noch einer. Das ist eine Notiz. Debbie O'Halloran. Trotz all meiner Probleme habe ich es geschafft, eine Frau zu finden. Claire ist ihr Name und ich meine, sie ist das schönste Mädel in der Stadt. Wie auch ich komme sie aus Irland und als wir uns kennengelernt haben, wussten wir, dass es Liebe ist. Wir haben erst letzten Dienstag geheiratet und keiner von uns könnte glücklicher sein. Sie weiß von meiner Vergangenheit und sie hilft mir durch meine Nachtängste. Sie hält mich und sagt mir, dass alles wieder gut wird. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Sie ist der Grund, warum ich noch lebe. Gut, hier ist auch noch mal einer ein Gang. Den Weg zurück finde ich auf jeden Fall nicht mehr.
Wortham Willows. Ja. Wir hoben große Gruben aus, um die Leichen der Wilden loszuwerden. Und zivilisiertes Volk verdient schließlich kein zivilisiertes Begräbnis. Mit diesem verräterischen Schamanen jedoch reserviere ich ein besonderes Grab. Ich habe gestattet, dass sein Körper in der Sonne verrottet, während wir unseren Brunnen aushoben. Ich vergrub ihn tief unten, wo ihn nicht einmal die Würmer erreichen würden. Wir haben bei dem Angriff nur 3 Männer verloren, was jeder Leutnant in einem Krieg akzeptabel finden würde. Eins der Zugpferde kracht durch die Erde, während es eine Last hinter sich herzog. Wir forschten nach und fanden heraus, dass es eine Grube gefallen war, die zu einer Reihe von unterirdischen Höhlen führte. Ich habe beschlossen, die Toten dort zu begraben und es als Mausoleum für mein Anwesen zu verwenden. Für meine liebste Martha habe ich einen tollen Sarg am Eingang der Katakomben erbaut. Ah. Sodass ich sie jederzeit einfach besuchen kommen kann. An den Wänden der Höhlen sind Adern, die möglicherweise Edelmetalle enthalten. Wir versuchen diese Grundlage für unseren Bergbau. Und wir verwendeten diese Grundlagen für unseren Bergbau so. Es wird mit der Zeit erweitert. Das ist erst der Anfang von meinem Glück. Ob das wirklich Glück ist? Wage ich ja noch zu bezweifeln. So. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit ich die Reben zerschneiden könnte. Gut, also wir kommen hier ohne irgendetwas zum Zerschneiden nicht weiter. Oder können wir da durch? Okay. So, von da kamen wir ja. Da war ich schon drin, oder? Okay. Da war ich auch drin, oder? Ja, sieht danach aus. Ja, das waren die 3. Da waren wir hintereinander drin. So kann ich das ausschließen. Wuff, wuff, der Hund. Wuff, wuff. Okay. Den habe ich dann wohl übersehen. Der ist hier rein, ne? Wuff, wuff. Ins letzte. Wir können jetzt zumindest durch. Marty Sims. Nun, ich bin Marty Sims.
Wie ich sehe, hast du meinen Hund Buffett gefunden. Okay. Magenta-Blume. Wir haben also alle drei. Jetzt ist hier aber so ein Wind aufgekommen. Wow. Ach, du grüne Neune. Ach, ja, okay. Gut. Wir versuchen dann einfach gleich im nächsten Part hier mal zu entkommen. Und ja, bis gleich.